Moin Moin, hier ist Nonbirds, willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du dabei bist. Heute wieder in Lumina Neo. Bevor wir an den Start gehen, eine wichtige Info. Du siehst unten links den Hinweis der Dauerwerbesendung. Skylum ist nett und stellt mir ein Paket aus dem Skylum Store zur Verfügung. Und zwar das Perfect Fluffy Clouds Paket. In diesem Paket sind 25 hochauflösende Fotos von Himmeln drin. Denn wir beschäftigen uns heute mit dem Himmel-AI-Werkzeug in Lumina Neo. Fürs zur Verfügung stellen dieses Pakets möchte ich mich persönlich bei Skylum noch einmal bedanken, denn ich zahle dafür nichts. Das Ganze habe ich umsonst bekommen. Wie gesagt, Preis für dieses Paket für euch sind ungefähr 40 Euro. So, nächster Punkt. Skylum hat für Lumina Neo für die AI-Werkzeuge einen Award gewonnen, und zwar den Award von TIPA Awards. Das ist ein Award für Technologie, und Skylum hat hier eben mit Lumina Neo einen Preis gewonnen. Glückwunsch an euch Skylum dafür. So, nun zum Himmel AI Tool in Lumina Neo. Das Ganze gibt es auch in Lumina AI. Die Himmel bzw. dieses spezielle Paket könnt ihr aber nur in Lumina Neo verwenden, nicht in Lumina AI. Wir sind jetzt hier im Himmel Austauschen Tool und wir gehen einfach mal auf Eigen und haben jetzt hier unsere 25 Himmel aus dem angesprochenen Paket, und ich werde mir jetzt einfach mal einen Himmel rauspicken. Das Ganze wird jetzt übernommen, das dauert je nachdem einfach mal. Ich würde einen Himmel nehmen, der vielleicht ein bisschen schicker ist. Wir gehen die Himmel jetzt einfach mal kurz ein bisschen durch. Schauen uns die mal schnell an. Ich würde jetzt diesen Himmel nehmen, das ist der Himmel Nummer 7. Wir haben jetzt hier noch weitere Einstellungen. Wir können die Himmelsausrichtung noch beeinflussen. Wir können die Position des Horizonts einstellen. Soll das Ganze einfach nach oben oder soll das Ganze nach unten? Ich würde das Ganze auf dem Standard lassen. Wir können die vertikale Position noch beeinflussen und die horizontale können wir auch noch beeinflussen. Und wir können das Foto an sich einfach spiegeln bzw. wenden, wenn wir das denn möchten. Danach können wir, wenn wir eine Maske angewendet haben, bzw. können wir die Maske verfeinern. So rum ist es richtig. Hier in dem Fall müssen wir das jetzt nicht anwenden. Wir können Lücken schließen, wenn Lücken vorhanden sind. Wir können die gesamte Maske nochmal verfeinern. Wir können Details korrigieren, wenn wir das möchten. Ich stelle das Ganze mal wieder auf Standard zurück. So, wir können die Szene neu belichten. Das heißt, wir können die Stärke der Neubelichtung einstellen. Wir können die Sättigung der Neubelichtung einstellen. Und falls Menschen auf dem Foto vorhanden sind, können wir diese auch neu belichten. Zumindest wenn die Übersetzung hier stimmt. Wir können, wenn wir ein Foto haben, wo wir oben einen Himmel haben und unten einen Fluss, einen Bach, wo ganz stilles Wasser ist, wo das Wasser praktisch eine Fläche ist, dann können wir eine Spiegelung einbauen. Hey, dir gefällt Lumina Neo und du möchtest das Ganze schnell und einfach kaufen? Kein Problem. Unten in der Videobeschreibung ist ein Affiliate-Link. Wenn du das Programm über diesen Affiliate-Link kaufst, bekomme ich eine kleine Provision. Der Preis bleibt für dich der gleiche. Wenn du Glück hast, kannst du sogar noch einen Rabatt abstauben. Also, sei schnell und hol dir Lumina Neo schnell und einfach über den Link in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video. Das heißt, der Himmel, der oben ist, wird auch im Wasser wieder gespiegelt. Schauen wir uns später noch an. Und dann können wir
allgemein nochmal Himmelsanpassung vornehmen. Das heißt, wir können das Ganze diffusen, das heißt, wir machen den Himmel unscharf. Wir können in den Himmel eine Körnung einbinden. Wir können atmosphärischen Nebel einbauen, wenn wir das möchten. Dann nehmen wir uns einfach mal einen anderen Himmel. Und ich denke, wir haben gerade einen Bug gefunden. So. Also wir können diffusen, Körnung in den Himmel reinpacken. Atmosphärischen Himmel, Nebel einbauen. So. Zack. Wir können die Farbtemperatur ins Gelbe oder ins Blau packen. Und wir können die Helligkeit des Himmels nochmal beeinflussen. Dunkler oder heller gestalten. Das ganz, ganz schnell, ganz, ganz kurz. Das Werkzeug Himmel AI in Lumina Neo. Jetzt zu den weiteren Beispielen. Wir gehen in den Katalog und wir sehen, hier sind noch andere Fotos. Wir nehmen uns dieses Foto, denn ich möchte euch hier die Spiegelung einmal präsentieren. Also scrollen wir runter, Himmel AI. Wir sagen, wir möchten einfach mal den Himmel Nummer 20 haben. So, zack. Das Ganze ist ausgetauscht und wir sehen, die Spiegelung ist schon integriert worden. Wenn wir jetzt hier einmal drauf gehen, sehen wir, die Stärke der Spiegelung liegt im Moment bei 50%. Wenn wir das Ganze runterdrehen, verändert sich das dementsprechend. Ich stelle die Stärke jetzt mal auf 100 und wir können hier bei der Spiegelung noch eine Wasserunschärfe mit einbringen. Und was mir gerade mal auffällt. Ah, okay. Hier ist ein Bild, das klappt nicht so gut, wenn man hier auf den Bereich achtet. Da bleibt ein Teil des Originalhimmels auch hier in der Spiegelung, wie man es die ganze Zeit schon sieht, bleibt der Originalhimmel stark erhalten. Wir werden uns einfach mal ein anderes Bild nehmen, und zwar dieses hier. Und wir werden hier auch den Himmel austauschen. Zack, einmal drauf geklickt. Kurz gewartet. Und der Himmel ist ausgetauscht. Hier würde ich jetzt persönlich noch gucken, dass wir die Szene etwas neu belichten. Das wird die Sättigung der Neubelichtung noch einstellen. Und uns dann vorher, nachher einmal angucken. Vorher, nachher. Gut, ist auch wieder ein sehr einfaches Beispiel, wo die Austauschfunktion sehr gut funktioniert. Wenn man klare Kanten hat im Bild, klappt das allgemein sehr gut. Hier ist ein Beispiel, das ist nicht ganz so einfach. Das ist vergleichbar mit diesem Beispiel hier. Also, ihr seht, wir haben hier im Hintergrund sehr weich gezeichnete Bildelemente. Wir haben eine Kante, die sieht man, die ist aber relativ unscharf. Und wenn wir jetzt sagen, wir wechseln hier den Himmel aus, dann werden wir gleich das Ergebnis sehen. So, da haben wir es schon. Und wenn wir uns da mal vorher, nachher angucken. Vorher, nachher. Also auch hier muss ich sagen,
bin ich jetzt gerade überrascht, wie gut er das hinbekommt. Allerdings sieht man, wenn man genau reinzoomt oder sich das anschaut, dass er hier auch Originalbereiche des Fotos, ja, ich sag mal, offen lässt. Das sind dann diese Lücken. Die man schließen kann. So. Zack. Also auch hier, das Ganze klappt erstaunlich gut. Jetzt haben wir noch zwei Fotos. Und zwar haben wir noch dieses hier. Sehr schönes Foto. Auch hier Himmel AI. Nehmen wir uns mal den Himmel 22. Warten, bis das Ganze ausgetauscht ist. Ihr seht ja, wie schnell und wie gut das Himmel austauschen hier funktioniert. Oder wo es eben noch Probleme gibt. So, und wir sehen, das Ganze klappt hier schon relativ gut. Was mir allerdings auffällt, dass wir an den Kanten, hier an den Blättern und allgemein an den Kanten so leichte chromatische Aberrationen haben. Das heißt, wir haben hier leichte Farbabweichungen. Das kann man sich so vorstellen, als wenn ihr 3D ohne Brille sehen würdet. Ja, dann haben wir hier die Farbe Rot und auf der anderen Seite ist Farbe Türkis. Das Ganze. Hey, dir gefällt Lumina Neo und du möchtest das Ganze schnell und einfach kaufen? Kein Problem. Unten in der Videobeschreibung ist ein Affiliate-Link. Wenn du das Programm über diesen Affiliate-Link kaufst, bekomme ich eine kleine Provision. Der Preis bleibt für dich der gleiche. Wenn du Glück hast, kannst du sogar noch einen Rabatt abstauben. Also, sei schnell und hol dir Lumina Neo schnell und einfach über den Link in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video. Genau, Details korrigieren. Wenn wir das mal anwenden oder ein bisschen runtergehen, dann wird schon ein kleines bisschen verbessert. Wir können ja mal in die Neubelichtung gehen und die Szene einfach mal neu belichten. Und was dabei noch helfen kann. Ach so, ja, es war ja im Entwickeln. Optik, genau. Farbsäume entfernen. Ja, das hilft auch ein bisschen. Ja, das hat jetzt geholfen in dem Fall. Zack. Und die Farbsäume sind jetzt relativ gut entfernt und jetzt sieht das Bild sogar noch ein Stück schöner aus, wie ich finde. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Beeindruckend finde ich, dass er hier zwischen den Ästen, zwischen den Blättern das Ganze auch erkennt und das Ganze auch dort gut austauscht. So, und dann haben wir noch ein letztes Bild. Das ist hier dieses Strandbild mit einer Palme mitten im Foto. Und hier werden wir auch mal Himmel AI auswählen und werden uns den Himmel 25 nehmen. Und zack, das Ganze ist ausgetauscht. Ist das Ganze gut ausgetauscht? Wenn wir uns das vorher nachher einmal anschauen. Vorher, nachher. In dem Fall ist es sehr gut ausgetauscht, muss ich sagen. Allerdings haben wir hier auch einen Bereich, der nicht mitgenommen wird. Der wird also vergessen,
oder? Nee, tatsächlich wird er nicht vergessen. Das war gerade ein Fehler meinerseits. Der wird sogar mitgenommen. Okay, dann vergesst das. Er tauscht das Ganze hier sehr gut aus. Das ist kein perfektes Ergebnis, aber es ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und ich würde einfach mal sagen, dass man das als allgemeines Fazit nehmen kann. Klappt das Himmelaustauschen in Lumia Neo besser als in AI? Ich würde sagen, es klappt in beiden Programmen gleich gut. Klappt das Ganze in Photoshop auch so gut? Ich würde sagen, nein, in Photoshop nicht. In Photoshop ist das Ganze wesentlich umständlicher. Hier in Lumia Neo und AI ist das Ganze mit einem Klick getan. In Photoshop braucht man da 2-3 Klicks mehr für, da Photoshop die Funktion tatsächlich in einem unübersichtlichen Menüpunkt versteckt und dieses eigentliche Menü zum Himmel austauschen in Photoshop ist auch eher ja eine nicht so schöne Angelegenheit. Das ist ein schwebendes Fenster und dann war es das. Das ist in Photoshop meiner Meinung nach nicht wirklich gut gelöst. So, in Neo und AI hingegen klappt das Ganze mit einem Mausklick. Die Werbung lügt hier also nicht. Die Ergebnisse sind gut. Mit den Ergebnissen kann man gut arbeiten. Natürlich braucht man auch entsprechende Bilder. Ich habe jetzt hier Bilder genommen von pixel.de oder pixel.com müsste das sein. Das ist eine Webseite für Stock-Footage. Dort könnt ihr die Bilder, die ihr hier gesehen habt, auch alle finden. Gebt dort einfach Landschaft mit Himmel ein und dann werdet ihr die entsprechenden Bilder bei verschiedenen Fotografen auch wiederfinden, falls euch die Fotos interessieren. So, ich würde sagen, ich danke fürs Zusehen und wir sehen und hören uns gerne beim nächsten Mal.